herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Soforthilfe Herzheilung. Diese Legung kommt sofort ohne Wartezeit und diese Legung ist dafür gedacht, dass ein Herzheilung kommt. Und das meine ich jetzt nicht bei Krankheiten medizinisch, sondern in eurem Leben, wenn etwas wehtut. Entweder habt ihr eine Trennung oder Trauer oder habt ihr Ängste, dann braucht ihr Balsam an euren Seele. Und das ist diese Herzheilung, dass es alles leichter wird. Und diese Legung ist eine Soforthilfe. Was könnt ihr tun, dass das in die Tagen schon besser geht? Und diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Mein Honorar beträgt für Soforthilfe Herzheilung 10 Euro. Ab sofort könnt ihr auch als WhatsApp-Beratung buchen. Ereisia ist die Name. Liebe Ereisia, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für deine Treue. Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Du warst ziemlich lange verheiratet. Dein Mann ist fremdgegangen. Du hast die Frage gestellt, ich oder sie. Und so kam jetzt zum Trennung. Und das tut weh. Und dann hast du noch die finanzielle Belastung. Er zahlt nichts. Und die Frage ist, was könntest du tun, dass dir ein bisschen besser geht, dass das nicht so weh tut. In dieser Legung ist die Herzchakra. Diese Chakras sind Energiezentren in unserem Körper. Und gibt es Hauptchakren, gibt es auch Nebenchakren. Wichtig ist, auf die Energiefeld achten. Das ist die Kundalini-Energie und das Symbol ist zwei Schlangen. Die eine Schlange zieht die Energie nach unten. Das ist Angst und Zweifel und Schuldgefühl. All diese Gefühle blockieren uns, blockieren auch die Chakren. Und wir sollen da aufräumen mit diesen Gefühlen, Angst loslassen, nicht mehr zweifeln, kein Schuldgefühl mehr zu haben. Dann haben wir schon vieles getan. Die Energie steigt von unten nach oben wieder und kommt in Bewegung und verbindet uns mit Äther oder Prana. Das ist die Verbindung zum Göttlichen. Und nicht nur die Göttlichen stehen wir dann in Verbindung, sondern auch mit unserer Seele stehen wir in Verbindung. Und es ist auch wichtig zu erkennen, was das ist, eine Seele. Wir Menschen haben eine Seele und diese Seele wohnt in unserem Inneren. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Schöpfer zurück. Kehrt zum Gott zurück. Aber die Seele hat die Erinnerungen, die Erfahrungen, sogar die Gefühle. Nur das Körper bleibt hier auf die Erde. Und wenn die Seele zurückblickt und fühlt sich glücklich und zufrieden, dann hat von Karma befreit. Natürlich kommt noch die Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung, weil alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Das ist die göttliche Gerechtigkeit, die Seele muss das immer ausgleichen, ganz klar. Aber damit möchte ich sagen, die Seele macht diese Seelenreise. Und das Ziel ist, ein glückliches, erfülltes Leben zu leben. Und dazu brauchen wir, unserem Selbst zu stehen.
Und wenn wir innerlich stark sind und haben sogar einen Zugang zu unserer Seele, dann haben wir einen Zugang zu unserer Intuition. Das kann sogar Leben retten, wenn das Gefühl sagt, sei vorsichtig, da passiert was. Solche Phänomene gibt es auch. Oder Liebe, karmische Liebe. Die Seele sucht den Seelenpartner oder Seelenpartnerin aus. Also es ist wichtig auch, das so mal betrachten, unserem Leben. Das hilft auch, mehr Leichtigkeit zu kommen. Und was kannst du aber jetzt in deiner Situation tun? Hier handelt es sich um die Herzchakra. Dieses Bild symbolisiert die Herzchakra. Das Herz steht in einer engen Verbindung zum Sonne. Und das ist auch logisch, weil Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und das Herz ist Zentrum unserem Körper, sogar astromedizinisch hängt das zusammen. Sonne symbolisiert auch Vater. Oft sind Vaterthemen, wenn die Herz wehtut. Aber wir müssen nicht unseren Eltern beschuldigen. Die müssen auch Erfahrungen machen. Und die Seele sucht sowieso die Elternhaus aus, weil die Seele braucht diese Erfahrungen. Also das wäre auch verkehrt, sondern wir müssen oder sollen liebevoll an unseren Eltern denken und sie geben auch vieles, vieles Positives, aber sie müssen auch Erfahrungen machen, sie sind auch nicht perfekt. Wir sind alle nicht perfekt. Wenn wir perfekt wären, wären wir gar nicht auf die Erde. Dann wäre das vorbei, dann hätte die Karma von dieser Seelenreise längst gelöst. Also jeder lernt etwas. Und zurück zum Herz, also steht, das Herz steht in einer engen Verbindung zum Sonne. Sonne symbolisiert der Vater, aber Sonne symbolisiert auch das Selbst, zu sich selbst zu stehen. Das ist der Beginn, das Leben. Erstmal kommt diese männlichen und dann empfängt das die weiblichen. Und das ist Mondenergie. Mond steht zu Gefühlen und Mond ist das Empfängliche. Mond ist die Mutter. Aber bei Herz handelt es sich mehr um die Sonnenkraft, die Sonnenenergie. Und wenn das Herz stark ist, dann hast du Kraft im Leben. Dann stehst du zu dir selbst und du strahlst es auch aus. So wie die Sonne leuchtet, das läutet nach außen, entsteht um dich herum ein Energiefeld. Und dieser Energiefeld hat auch eine Bedeutung, weil das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz und dieses Gesetz besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Wenn die Energiefeld stimmt, dann hast du auch Glück, weil dann ziehst glückliche Menschen an, tolle Begegnungen, glücklichen Umständen. Was aber blockiert, und das hundertprozentig, das ist die Angst. Das ist unserem größten Feind, die Angst. Geht nichts voran. Egal, was ihr macht und vorstellt, mit Angst geht es nicht voran. Also es ist wichtig, angstfrei leben. Und mehr um anderen Gefühlen kommen, mehr zu Leichtigkeit, zu Begeisterung, zum Dankbarkeit, zum Hingabe, zum Liebe und versuchen, weniger Angst zu haben. Jetzt schauen wir mal dieses Bild an. Erstmal die Halbedelsteine. Die Halbedelsteine vermitteln Energiefelder, stärken uns, stärken auch unserem Energiefeld. Was zum Herz zugeordnet ist, natürlich die Edelmetall Gold. Gold ist zum Sonne zugeordnet, Silber ist zum Mond zugeordnet. Also hier bei Herz natürlich die Gold stärkt auch. Aber was als Halbedelstein ist Malachit und Rosenquarz. Das, was die Herzchakra symbolisiert oder stärkt die Herzchakra. Auch Smaragd. Smaragd ist kein Halbedelstein, Smaragd ist Edelstein. Und das als Hilfsmittel natürlich gibt auch Düfte, wie zum Beispiel Duft der Rose. Das ist auch eine Liebesenergie und stärkt auch das Herz. Das ist das Hilfsmittel.
Was kannst du noch tun, damit dir besser geht? Das innere Kind. Und das sollen wir vielleicht mal auch nachdenken, was das auslöst im Leben. Wir haben wunderschöne Erinnerungen in Kindheit. Das sollen wir bewahren und hüten, diese schönen Erinnerungen. Aber es gibt Momente, wo wir verletzt gefühlt haben und gibt es auch Tränen. Und diese Tränen sollen wir davon, von solchen Erinnerungen verabschieden. Oder gibt es auch Erziehungen, wenn die Eltern sagen, zum Beispiel, das kannst du sowieso nicht, oder du bist nicht gut genug, oder was bildest du dich ein, du schaffst das eh nicht. Solche Sätze begleiten uns, bis, wenn wir davon nicht verabschieden, sogar bis unserem Lebensende. Also dann brauchen wir die innere Stärke, wenn anderen das nicht sagen. Dann sollen wir selbst das sagen, mal im Schulter klopfen und sagen, das hast du super toll gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Du bist was Besonderes. Das gibt uns die innere Stärke. Und mit dieser inneren Stärke haben wir auch mehr Ruhe, innere Ruhe, innere Kraft, ganz anderes Auftreten. Was kannst du tun für dein inneres Kind? Das zeigt dieses Bild an. Dieses Bild symbolisiert Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Kelchen haben einen Bezug zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert immer die Gefühle. Wenn ich deine Vergangenheit anschaue, dann sehe ich hier, das sind gebrochene Kelchen. Und da fließt was. Was fließt hier? Das sind deine Tränen. Also verabschiede von solchen Erinnerungen. Und wenn du weinen möchtest, dann wein dich aus. Das befreit auch. Aber bleibe hier und jetzt. Wir sind immer dort, wo unsere Füße steht. Das ist die Gegenwart. Das ist die Realität. Das ist das Leben. Alles andere ist nicht mal da oder ist noch nicht da. Das Leben ist hier und jetzt. Und wenn man das lebt, hat man auch keine Angst. Dann sollst du nach innen schauen. Warum? Du sollst deine innere Sonne entdecken. Jupiter symbolisiert unsere innere Sonne. Und Jupiter ist groß. Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Ein Riese. Und so riesig sind wir auch. Also sei mit deinen Größen, sei mit deinen Werten bewusst. Dann hast du ein ganz anderes Bewusstsein. Und wenn du das entdeckt hast, deinen Werten, dann stehst du auch mit Sonne in Verbindung. Und Sonne symbolisiert dein Selbst, die Selbstdarstellung. Ich meine das nicht im egoistischen Sinne, überhaupt nicht. Sondern das ist die gesunde Einstellung. Und wenn das so ist, wenn du das so verinnerlicht hast und so lebst, dann kannst du von dieser Sonne, von dieser Wärme andere Menschen geben. Das ist das Gebende, das ist Hingabe. Und das ist deine Zukunft. Und das sind zwei Kirchen. Das heißt, du bleibst gar nicht alleine. Und diese Kelchen stehen und es ist mit vollem Gefühl. Das ist deine Zukunft. Also glaube daran. Deine Selbstliebe zeigt dieses Bild an. Dass diese Dame ist wie eine Königin. Eine stolze Haltung. Diese V im Hintergrund zeigt auch Stolz. Also als Frau sollst du so auftreten, mit dieser stolzen Haltung. Und das ist dein
Werte. Die Münzen zeigen Werte. Das sind goldene Taler. Also, die sind wertvoll. Zeig mit diesem Auftreten dein Stolz und zeig deinen Werten. Wenn du nachgibst, dann stoßt in deinen Grenzen. Dann ist für dich gar nicht mehr stimmig. Was gibt dir die Sicherheit, die Stabilität, die festen Boden unter deinen Füßen? Das zeigt diese goldenen Taler. Und das sind deine Werte. Jetzt ganz unabhängig von ihm, ganz unabhängig von Finanzen. Erstmal der erste Schritt mit deinen Werten Bewusstsein. Und das ist Gold. Und das glänzt. Und Gold steht in Verbindung zum Sonne. Aber du sollst von diesem Dschungel raus deinen eigenen Weg bestimmen. Das ist hier wie ein Labyrinth. Du weißt nicht, wo dein Lebensweg dich führen soll. Aber beginne damit. Was bestimmt dein Lebensweg? Erstens deine Intuition, weil das ist die Sprache der Seele und die Seele kennt diesen goldenen Weg. Und dann hör auf dein Herz, weil das ist dein Selbst. Abgesehen davon, dass das Herz ist ein Schatztruhe. Das ist alles drin, was wir lieben, unserem Herzensangelegenheiten. Dann hast du schon die Richtung. In welche Richtung sollst du Energie lenken, deine Kraft lenken? Das ist die Fröhlichkeit. Sei fröhlich, lach. Jeden Tag 10 Minuten lachen verlängert das Leben. Natürlich kann das auch ein Hinweis sein, künstlerische Begabung wie Musik oder Tanz, dass du etwas unternehmen sollst. Was gibt dir Lebensfreude, wenn du verlässt diese Haltung, oh, ich fühle mich zu klein, oh, ich bin so ein Angsthase, und diese Schwangerschaft wie eine Neugeburt führt dich zum Licht? Das ist Sonnenenergie. Sind wir wieder bei Herzchakra. Symbolisiert wieder dein Selbst, dein Glanz. Mit diesem Bewusstsein kommst du auch zum Glanz. Und das wird immer wahrgenommen. Wenn das leuchtet, kann man nicht übersehen. Woran liegt deine karmische Lernaufgabe? Das zeigt dieses Bild. Diese Zahl 6 bedeutet Erinnerungen. Kann daran liegen, dass du Erinnerungen hast in Kindheit, und da solltest du noch was aufräumen. Aber dieses Bild zeigt noch etwas. Ich gebe, ich gebe, ich gebe. Und wann fängst du an, auch etwas nehmen? Nimm etwas im Besitz, was für dich wertvoll ist. Dann ist es ausgeglichen. Natürlich hat es mit Familie zu tun und das ist auch die Mütterlichkeit und das ist wunderschön, aber die Bilder haben symbolische Bedeutung. Das Gebende und Gebende ist nicht ausgeglichen mit Menschen, die immer das nehmen und nehmen und nehmen. Das muss im Ausgleich bringen. Das bedeutet nicht, dass wir immer Erwartungen haben müssen. Wenn das von Herz kommt, sollen wir großzügig sein, ohne Erwartungen. Aber im Allgemeinen soll das in gesundem Maß sein. Und es handelt sich nicht nur um die Finanzen, sondern handelt sich auch um Gefühle oder Zeit oder Energie. Wenn du immer für andere da bist und du kommst zum Kurz, dann fühlst du dich auch verletzt. Und hierbei in deiner Situation handelt es sich auch um Finanzen bei dieser Trennung, sollst du dich einsetzen für das, was für dich zusteht. Aber wann hast du Erfolg? Erfolg kommt dann, wenn du zu deinen Werten stehst. Und das beginnt damit, ich bin wertvoll, das steht mir zu. Ich nehme das im Besitz. Und das sind die Glaubenssätze. Weil du das wert bist und nicht immer das Gebende sein, weil die Energie passt dann nicht. Dann passiert immer die gleiche Muster.
immer bist du ausgenutzt oder kommt etwas zum Verlust. Also die Energie beginnt mit deinem Selbstwertgefühl, zu deinen Werten zu stehen und das Ausstrahlen, dann gleicht sich das energetisch aus und die Finanzen verbessern sich dadurch. Weil energetisch hängt es Hand in Hand zusammen, die Selbstwertgefühl, die Wertschätzung und die Finanzen. Liebe Eresia, das war diese Soforthilfe Herzheilung. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.